Hey, heute habe ich was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich bin bei Peter Seider im Tonstudio und heute zeige ich euch einfach mal so ein bisschen, wie sieht es in einem Tonstudio aus, was macht einer, der ein Tonstudio betreibt. Vielleicht starten wir direkt mal mit dieser Frage, was ist überhaupt ein Produzent, was macht ein Produzent? Okay, also ganz grob gesagt, ein Produzent kümmert sich um die Produktion. Also ein Produzent kümmert sich darum, dass die Songs stehen, die Musiker stehen. Er hat den gesamten Überblick über die gesamte Produktion. Sorgt dafür, dass das Album in eine richtige Richtung geht, ne? Also wie man sich das vorstellt. Dinge umgesetzt werden, die besprochen werden. Er hat einfach alles im Überblick und schaut, dass das am Ende rauskommt, was der Künstler sich wünscht. Wie lange machst du das schon als Produzent? Ich bin jetzt seit 2015 bin ich selbstständig, arbeite als Produzent, Audioingenieur, Songwriter und Musiker. Was für Musikstile produzierst du am liebsten? Schwere Frage. Also ich nehme, was kommt, würde ich sagen. Ich habe mich jetzt nicht auf einen bestimmten Stil festgelegt. Natürlich, ich bin selbst Singer-Songwriter, ich habe selbst eine Band, wir machen Pop. Deutsch-Pop, Deutsch-Rock, sowas in die Richtung, das mache ich natürlich am liebsten, ne, weil das so ein Genre ist, wo ich zu Hause bin. Aber ich mache auch ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe auch schon Chöre produziert, A Cappella-Chöre, Volksmusik-Gruppe, also haben wir Recordings gemacht. Also ganz querbeet eigentlich. Ne. Was würdest du sagen, wann ist ein Songwriter an dem Punkt angekommen, dass es für ihn dran ist, jetzt einen Produzenten aufzusuchen und ins Tonstudio zu gehen? Das ist eine gute Frage. Das hängt natürlich immer davon ab, was man als Musiker oder als Künstler gerne möchte oder ja, wie man seine Songs veröffentlichen möchte und so. Aber auf alle Fälle, wenn ich weiß, ich will ein Album produzieren oder ich will eine EP machen, also oder eine Single rausbringen und sowas, dann macht es auf alle Fälle Sinn, sich an einen Produzenten zu wenden und zu gucken, wie kann ich jetzt auf konventioneller Weise das weiter voranbringen. Ne? Wie kriege ich den Sound, dass mein Song mit denen im Radio verglichen werden kann oder dass das praktisch diesen Status bekommt. Ne? Mhm. Ja. Sagen wir mal, ich bin jetzt soweit, ich habe einen Song geschrieben und ich wäre jetzt bereit, ins Studio zu kommen. Und ich würde das gerne mit dir zusammen machen. Muss ich irgendwelche Dinge vorbereiten? Muss das Lied irgendwie an einen bestimmten Punkt gebracht werden? Brauchst du irgendwelche Formate, irgendwelche Dateien, irgendetwas, was ich dir geben kann, damit du quasi direkt loslegen kannst mit der Arbeit? Ja, auf alle Fälle. Also das, was ich auf alle Fälle brauche, ist ein Sheet, wo der Text drauf ist, wo die Akkorde draufstehen. Und am besten ist es, wenn man nochmal irgendwie so eine kurze Aufnahme hat, das kann mit dem Handy aufgenommen sein, einfach mit dem Piano und ich singe dazu, ne? Und dann habe ich schon mal so einen Anhaltspunkt. Ich kann mir vorstellen, ich kriege dann eine Vorstellung, wie der Song klingt, ne? Oder was man dann aus dem Song machen kann, weil manchmal hat man dann schon Ideen, wenn du so die ersten Töne hörst und sowas. Also das ist das, was mir auf alle Fälle die Arbeit erleichtert. Ich habe natürlich auch Musiker gehabt, die haben mir keine Texte geschickt, ich hatte nur eine Aufnahme zum Beispiel, ne? Und dann habe ich das alles selber erarbeitet. Aber das spart natürlich viel Zeit, wenn vorher die Sachen gut vorbereitet sind. Ne? Am besten ist natürlich, wenn man dann schon so eine kleine Vorproduktion gemacht hat, wenn man sich so, im Home Recording einfach schon mal so ein paar Spuren aufgenommen hat, ne? So eine Skizze gemacht hat, so ungefähr stelle ich mir den Song vor, vielleicht schon ein kleines Arrangement ist da oder so. Das hilft mir natürlich noch mehr. Dann muss ich nachher nicht mit dem Künstler darüber reden, welchen Stil oder in welche Richtung das gehen soll. Aber meistens zeichnet sich das ja schon ab, wenn ich so eine Aufnahme habe, so eine Handyaufnahme, dann hört man ja schon raus, was für ein Stil und in welche Richtung das gehen kann. Das heißt, als Songwriter ist es gut, wenn ich mir dessen bewusst werde, dass ich auch nicht drum rumkomme, mein Lied selber erstmal ein bisschen aufzunehmen, weil das eben den Weg bereitet, dass überhaupt erst eine Produktion daraus werden kann. Oder? Genau, also das ist ja, man muss sich das so vorstellen, man nimmt ja zu Hause nicht einen kompletten Song auf und bringt den dann raus. Ne? Also du fertigst erstmal eine Skizze an, ne, von dem Lied. Ja?
damit man eine Vorstellung hat, wie könnte der Song klingen. Ne? Und dann fängt man an, die Vorproduktion zu machen, wo man dann schon Instrumente arrangiert oder das Gesamte arrangiert, bestimmte Instrumente einspielt und sowas. Natürlich alles erstmal MIDI, ne? Damit man das austauschen kann, vielleicht die Geschwindigkeiten verändern kann und so. Also das müssen auch keine fertigen Spuren sein. Ne? Und dann hat man vielleicht eine Demo-Gesangsspur und genau. Und wenn ich sowas schon bekomme, dann habe ich schon mal ganz viel Vorarbeit, die ich nicht machen muss, ne? Oder die ich nicht leisten muss, und das erleichtert mir die Arbeit natürlich. Dann kann ich mich aufs Einspielen konzentrieren, aufs Recording, dann kann ich schon mal die Musiker suchen, die ich brauche für die Drumaufnahmen zum Beispiel oder für Bass, Gitarren oder was auch immer. Ne? Dann, das ist auch eine Sache, worum sich ein Produzent kümmert, ne? Also um die Musiker, die dann am Start sind. Das heißt, man könnte quasi zu dir kommen, ohne eine Band zu haben, ohne Musiker selber zu bringen, und das würde trotzdem funktionieren, weil du selber Sachen einspielst oder Leute dazu holst? Genau, also je nachdem, was natürlich gefragt ist. Ne? Das hängt auch immer von dem Lied ab. Man kann auch zu mir kommen, ohne Instrumente spielen zu können, dann spiele ich. Ich spiele viele Instrumente, aber nicht alles. Ne? Für Drums habe ich jemanden, der die Drums einspielt, oder Geige. Oder Piano-Sachen oder so. Das Piano kann ich auch ein bisschen so. Reicht dann eher für ein Demo, würde ich sagen. Mhm. Aber genau, ich arbeite mit Musikern zusammen, die dann auch die Sachen einspielen. Okay, jetzt hast du Demo schon angesprochen. Was ist der Unterschied? Also, du machst volle Produktionen, aber ja, du machst auch Studio-Demos. Was genau ist der Unterschied zwischen den beiden? Okay, eine Studio-Demo klingt wie eine Demo. Also, es klingt nicht wie ein fertiges Endprodukt, wie jetzt ein Song im Radio, sondern. Es klingt natürlich weiter als eine Skizze oder ist mehr als eine Skizze. Da ist das Arrangement schon festgelegt, da ist die Reihenfolge, ne, Vers, Chorus, also alles komplett schon vorbereitet. Die Instrumente sind teilweise schon ordentlich eingespielt oder ansatzweise gut eingespielt, dass man weiß, okay, so und so spielt die Gitarre oder das und das macht das Piano, das und das macht das Schlagzeug, der Bass. Also das ist schon mal, sag ich mal, so eine Vorabproduktion, ne, von dem fertigen Song. Aber der Song steht schon komplett, da sind Backings drin, da ist die Gesangsspur drin und sowas. Natürlich noch nicht final, aber schon mal so vorab produziert. Kannst du einen groben Richtwert geben, wenn man eine Demo produzieren lassen wollte jetzt im Studio, wie viel würde das kosten? Und dann im Vergleich dazu, wenn man einen ganzen Song produzieren würde, was für Kosten müsste man damit einberechnen? Okay, also jedes Studio hat ja unterschiedliche Sätze. Aber so vom Erfahrungswert ist es so, dass wenn ich jetzt einen Song komplett produziere, dann ist das ungefähr, also mit Mixing, Mastering, Editing und sowas, mit Musiker einspielen, hast du so einen Tag Arbeit, einen ganzen Tag. Na, das ist natürlich je nach Studio, jedes Studio macht den Satz unterschiedlich, aber sagen wir mal, es sind so zwischen 500, 600 Euro je nach Studio. Ne? Oder 700 Euro, ich weiß nicht, was jedes Studio als Studiosatztag, also bei mir wären es 500 Euro ungefähr, mit denen du rechnen musst, wenn du jetzt einen Song komplett produzierst. Aber da ist dann auch wirklich, ich krieg den Song zugeschickt, ich mache die Vorproduktion auch, ne? Also ich arrangiere das Ganze, schicke das wieder an den Künstler zurück, der sagt, ja, das ist super, so können wir es machen, oder nee, da muss noch was geändert werden, dann ändere ich das, schicke ihm wieder die Vorproduktion, so wie es nach den Wünschen dann entspricht, und wenn das so passt und dann hole ich mir die Musiker, die ich brauche, und dann machen wir eine ordentliche Aufnahme. Dann kommt der Künstler, singt seinen Song ein oder lässt ihn einsingen, wie auch immer. Und dann wird das Ganze editiert. Also editieren heißt, ich schneide die ganzen Spuren zusammen oder die Takes, die ich brauche, zu einem finalen Take sozusagen. Mix das Ganze und master das Ganze, und dann hast du am Ende einen Song, der auch im Radio laufen kann. Du hast jetzt davon gesprochen, dass es von der Preisberechnung ungefähr einen ganzen Tag Arbeit muss man rechnen. Aber es ist ja in den meisten Fällen nicht so, dass das tatsächlich innerhalb von einem Tag alles passiert. Vor allem, wenn man jetzt nicht mit der Band anreist und das alles im Studio macht. Wie viel Zeit, wenn man jetzt aus der Entfernung quasi den Song produzieren lassen will, wie viel Zeit müsste man ungefähr einplanen, damit das funktioniert? Also mindestens eine Woche. Also man ist ja nicht am Stück die ganze Zeit damit beschäftigt, genau. So wie du sagst. Ne? So eine Woche musst du schon mitrechnen, bis der Song fertig ist. Ne? Also mit Vorproduktion. Dann gibt es einen Termin zum Aufnehmen.
und dann wird das Ganze gemixt, gemastert. Und dann beim Mix ist es ja auch oft so, dass der Musiker dann sagt, oh, oder der Kunde sagt, oh, das hier mal die Gitarre lauter oder da mal die Vocals leiser oder hier die Backings lauter oder was auch immer. Und dann hast du immer noch mal so 3-4 Schleifen, wo der Mix noch mal verändert wird. Ne? Ja. Ja. Also so eine Woche muss man schon mitrechnen. Okay, das wäre jetzt volle Produktion. Genau. Gehen wir mal zurück zur Demo, zu der Aufnahme zu Demonstrationszwecken quasi. Genau. Was ist da für ein Zeitaufwand und auch ein Kostenaufwand? Also ein Zeitaufwand, da kann man so mit einem halben Tag rechnen. Ungefähr. Ne? Du hast ja natürlich auch Aufnahmen. Natürlich sind die Aufnahmen nicht bis ins Perfekte gestylt und detailliert. Ne? Also darum geht es auch nicht, dass du jetzt einen perfekten Vocal-Take hast oder einen perfekten Gitarren-Take. So viel wie möglich fehlerfrei natürlich, ne? Sauber eingespielt. Die Spuren müssen auch jetzt nicht super editiert sein, also freischneiden, wenn du irgendwelche Nebengeräusche oder so. Also eine Demo ist ja nicht dafür da, dass du dich damit im Radio bewirbst oder so. Natürlich muss das Demo gut klingen, auf alle Fälle, aber das sind nicht die finalen Takes. Und von daher ist es, würde ich sagen, so ein Demo ist meistens jetzt vom Erfahrungswert so einen halben Tag Arbeit. Mhm. Ja, also dann die Hälfte. Okay, ich hoffe, das sind so Infos, die euch als Songwriter tatsächlich mal helfen, einen Überblick zu bekommen, wann ist es für euch dran, ins Studio zu gehen, wie viel könnt ihr auch selber machen. Und da haben wir etwas, was wir euch gemeinsam vorstellen wollen, und zwar planen wir Ende November, und zwar genauer gesagt am 27. November, das ist ein Samstag, ein Seminar hier im Studio anzubieten. Das Studio ist nicht so riesig, die Plätze sind begrenzt, maximal 8 Personen können dabei sein, und wir wollen für euch einen Seminartag vorbereiten, wo es darum gehen soll, was man im Home-Studio alles selber schaffen kann. Also das Seminar dreht sich um das Thema Home-Recording. Wir wollen darüber sprechen, was für ein Setup benutze ich, ja, wie kann ich mir ein Home-Recording-Studio einrichten, dass ich zu Hause Sachen vorproduzieren kann oder Demos erstellen kann. Dann wie nehme ich auf, wie stelle ich das mir hier im PC ein, also das Routing und alles. Also wir werden so schrittweise durchgehen durch das ganze Thema, worauf muss ich achten, wie baue ich ein Arrangement auf zum Beispiel, und dann auch, wie kann ich die Sachen schon mal so ein bisschen vorab mischen, damit das schon mal ausgewogener klingt, ne? Also dass es nicht einfach nur die rohen Spuren eingespielt sind und dann genau, sondern dass man das schon ins richtige Verhältnis so ein bisschen setzt und so einen Rough Mix erstellt. Na? Genau. Das heißt, wir werden uns Zeit nehmen an diesem Samstag von 10 Uhr morgens bis ungefähr 17 Uhr. Genau. Genau. Und wir werden hier im Studio sein, aber gemeinsam lernen, wie man eine eigene Demo erstellen kann für die Songs, die man als Songwriter geschrieben hat, eben zu Hause. Was können wir selber zu Hause schaffen? Für diesen Seminartag fallen 125 Euro an Kosten an. Da ist das Mittagessen mit drin, da sind Snacks mit drin. Eine Sache haben wir uns noch für euch überlegt, und zwar wollen wir an diesem Tag, wo es ums Home Recording gehen soll, einen Song nehmen und den beispielhaft als Demo produzieren. Und das ist eine Gelegenheit für euch jetzt, für all diejenigen, die sich anmelden, die dürfen einen von ihren eigenen Songs einreichen. Einen Song, den sie noch nicht veröffentlicht haben. Und aus denen, die eingereicht werden, werden wir einen Song auswählen, den wir dann an diesem Tag als Studio-Demo produzieren werden. Und derjenige, der das quasi gewinnt, der darf diese Studio-Demo am Ende dann kostenlos zur Verfügung bekommen. Ich hoffe, das ist für euch hilfreich. Ich bin sicher, so manch einer von euch ist an dem Punkt, wo jetzt mal eine Aufnahme dran wäre, vielleicht wo es auch tatsächlich dran wäre, zu lernen, wie kann ich eine Aufnahme selber machen, wie kann ich selber eine Demo produzieren. Den Link zur Anmeldung findet ihr unter dem Video. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal.